Metzger-Trophäe erhalten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie den Finger noch irgendwie betäubt hätten können oder so, mit dieser Eisenstange oder so. Aber ich glaube, das bringt jetzt wahrscheinlich auch nichts. Wahrscheinlich, was man einfach gefunden hätte, hätte man dann einfach verwenden müssen. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich wissen. Und jetzt? Schaut sie raus? Nein, zurückbleiben. Wo hat sie herausgefunden, dass wir da drin sind? Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße, was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Die sind noch da. Wir müssen anders raus. Okay. Können wir ihn irgendwie aufhelfen oder so? Nee, dem können wir gar nichts machen. Können wir hier raus? Mein Befehl. Sie bleiben hier, Jake. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Diskutiert zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Schlag den Scheiß ein. Wie sollen wir Ethan da rauskriegen? Ach, er ist schon da. Halt, stopp!
verdammt. Kann ich doch jetzt nicht mitnehmen. Hände hoch, Trophäe erhalten. Bringt mir mein Sohn auch nicht zurück. ich weiß gar nicht, ob das immer bei dieser Szene passiert oder ob ich einfach anders hätte laufen müssen. Oh. Ich hab mir doch gerade erst den Finger abgehakt. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Ich bin sicher, Sie hatten Ihre Gründe für Ihre Taten. Sie wollten bestimmt niemandem wehtun, nur irgendwie dem Schmerz entkommen. Ich werde Ihnen helfen, das dem Richter zu erklären. Lassen Sie Sean nicht sterben. Sagen Sie, was Sie wissen, und wir können ihn retten! Ethan, reden Sie! Verdammt! Nochmal! Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an! 8 Fotografien. 8 Leben. Ausgelöscht. Ertrunken. Im gottverdammten Regen. Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was! Reden Sie. Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn Sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Aha! Schon, Arschloch. Darauf warte ich schon so lange. Komm schon, Wichser. Komm, sag's mir. Jetzt geht's los, ey. Komm auf die Fresse. Oh. Sie wollen spielen, Arschloch? Na los. Dann fangen wir an. Sie sind komplett irre, Blake. Das wird Sie Ihre scheiß Dienstmarke kosten. Verpissen Sie sich lieber, Norman. Sonst muss die Putzkolonne nachher ihr scheiß Gehirn vom Boden aufwischen. Ethan denkt sich ganz, was zur Hölle geht hier. That escalated quickly. Scheiße. Aber ganz im Ernst, er kann doch nicht einfach... So geht das nicht. Ich setze Captain Perry von der ganzen Sache in Kenntnis.
Das Arschloch ist diesmal eindeutig zu weit gegangen. Der Scheißkerl. Wo ist der? Was ist denn der Chef? Ich weiß gerade nicht, was ich gedrückt habe. Ich glaube X. Na, nimm mal deine Drogen. Wenn es dir damit besser geht, ey. Oh, eigentlich wollte ich die jetzt nicht nehmen, aber... Find mal deinen Chef, ey. Okay. Huch. Bin gerade irritiert. Warum sitzen wir jetzt an einem Klavier? Kann kein Klavier spielen. Oh Gott. Verwirr mich doch nicht. Ich glaube, der hat auch irgendwie sehr tiefgreifende Probleme. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt. Wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Ich würde ja gerne mal wissen, was er sich da immer so reinkloppt. Da irgendwelche Anfälle immer bekommt. Ich weiß nicht, ob das mit dieser VR-Brille hier irgendwie was damit zu tun hat. Sieh an! Es gibt etwas Neues! Die Videoaufzeichnung von Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist. Aber wer weiß. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Steht da ja auch was dran in dem Origami?
Hilft uns jetzt irgendwie nicht so weiter. Wahrscheinlich nur der Origami-Laden, den wir beim ersten Mal auch schon hatten. Die Orchideen. Aber das haben wir uns ja auch schon angeguckt. Das hatten wir schon. Hatten wir das Auto schon? Moment. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Ausweis. Stammt Yard Owner. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht.